Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute laufe ich wieder im Taunus. Und wie weit ich laufe, das muss ich mir nochmal überlegen. Wie weit laufe ich denn? Ich erzähle es nach dem Intro. Ja, ich habe es mir überlegt. Ich denke, ich laufe heute so 11 Kilometer. 11 Kilometer ist gut. Dann habe ich mehr als 10. Clever, ne? Ja. 11 Kilometer mache ich heute voll. Dann ist alles cool. Dann habe ich mein Pensum für heute absolviert. Und dann erzähle ich gleich noch was. Hier im Rahmen des Sportvlogs mache ich ja ganz wenig Werbung für mich oder für andere Käse. Ab und zu mal. Die Taunusfighter, da kann man mal hingehen. Zum Rosario Battaglia, dem Personal Trainer aus Wiesbaden und sowas. Da mache ich gerne mal Werbung. Das ist alles cool. Aber aus gegebenem Anlass will ich mal ganz kurz Werbung für mich machen. Ja, ich bin gefragt worden, sag mal, verdienst du eigentlich mit deinen Sportvlogs Geld? Nein, ist die Antwort. Und dann war die Frage weiterhin, wenn nein, wie denn sonst? Ja, falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, ich bin als Autor unterwegs, das heißt, ich schreibe Bücher und damit verdiene ich mein Geld. So, jetzt hab ich's gesagt. Und jetzt werde ich auch noch mal ein paar Bücher einblenden. Hier, tschu, 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 tschu. Die habe ich alle geschrieben. Noch eins. Tschu. Ich könnte jetzt insgesamt, glaube ich, 80 Bücher einblenden. Tschu. Tschu. Macht Spaß. Und das ist, wie ich mir mein Geld zusammenkratze, um dann Zeit zu haben für diese Sportvlogs. Wie geil ist das denn? Naja, also, damit habe ich das erledigt. Werbung für mich selbst gemacht. Wie geil. Und ich laufe jetzt weiter. 11 Kilometer wollte ich ja. Ich bin jetzt über 3,5. Rest schaffe ich auch noch. Alles gut. Bis gleich. Noch ein Buch. Tschuf. Ich bin jetzt bei 8 Kilometern. Super cool. Eigentlich ganz easy. Bis jetzt laufe ich mein Pensum runter. Und bin eigentlich ganz froh, dass ich auf dem Stand bin, dass ich die 11 Kilometer wirklich locker und runterlaufen kann. Boah, babbeln kann ich dabei nicht. Also die 11 Kilometer locker runterlaufen kann. Und das ist schon was Feines. Das war vor einiger Zeit, ein bisschen länger her, aber vor einiger Zeit war das noch gar nicht möglich. Da habe ich am letzten Loch gepfiffen. Naja, aber so ist das halt. Man muss halt was tun, um was tun zu können. Ja, ich melde mich gleich, wenn ich wieder da bin, an meinem Auto stehen. Und dann habe ich die 11 voll. Geil, geil. So, das war's. Ich bin angekommen. 11 Kilometer gelaufen. Bisschen Werbung für mich gemacht. Ganz wichtig. Und mein Pensum für heute erledigt. Das war das Wichtigste. Also, das könnt ihr auch alles, könnt auch laufen gehen. Immer nicht nur labern immer, sondern einfach tun, tun, tun. Runter vom Sofa, Sport machen. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Bis dann.